Ja, darf man schon mit dem Fahrrad über die neue Rheinische Eselbrücke durchfahren? Ja, aber da ist so ein Absperrbahn. Schauen Sie mal. Ja. Und da gibt es auch keine Lücke für normale. Nee, heute um 13 Uhr wird es eröffnet. Das weiß ich, deswegen bin ich hier. Ja, können Sie ja probieren. So ein kleines Loch ist ja noch da. Ich wollte auch da durch. Wir wissen beide, dass es nicht klappt, aber wir sorgen für schöne YouTube-Bilder. Hat es jetzt doch nicht geklappt? Nee, ich bin drunter und das Fahrrad oben drüber, aber... Aber Sie waren ja die Erste jetzt, ne? Aber ohne Erfolg. Für uns als Stadtverwaltung natürlich auch ein toller Augenblick. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Und dreiviertel Stunde später ist es dann soweit. Stefan Rommelfanger, Stadtbaurat, eröffnet die Brücke. Ganz schnell laufen noch zwei Fotografen durchs Bild und dann sollen die Kinder von sich aus losfahren. Aber das kennen sie ja gar nicht anders, als dass die Erwachsenen vorfahren. Und dann muss Andreas Müller auf seinem Fahrrad losfahren und alle anderen setzen sich in Bewegung. Und es sind die ersten Menschen, die offiziell die Brücke passieren. Rheinischer Esel heißt der Radweg, der über diese Brücke führt. Der beginnt in Bochum-Langendrehe und führt nach Dortmund-Lüttringhausen. Und nur an wenigen Stellen begegnen sich Fußgänger, Radfahrer mit dem Straßenverkehr. Einmal hier an der Pferdebachstraße, aber auch in Annen und Rüdinghausen. Das war die am schlechtesten einsehbare Stelle für die Radfahrer. Das ändert sich jetzt. Wir schaffen es jetzt einfach, diese Verbindung, nachdem die Planung 30 Jahre gedauert hat und der Umbau der Bahntrasse, endlich zu komplettieren. Das ist das Sahnehäubchen, würde ich sagen, für den Rheinischen Esel einerseits. Und andererseits haben wir natürlich mit dieser sehr markanten, ja, sehr schönen Brücke auch einen neuen Eingang in die Innenstadt geschaffen. Die Pferdebachstraße ist ja die Hauptschlagader im Hauptverkehrsstraßennetz. Wir kommen hier von der Autobahn direkt zur Stadt. Wir haben mit dieser Brücke natürlich dann eben auch einen städtebaulichen Akzent gesetzt. Eine tolle Gestaltung geschaffen. Jan Ratz ist Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Witten und kennt die technischen Highlights dieser Brücke. Das ist eine Schrägseilbrücke mit zwei sehr hohen Pylonen, die den Überbau, den Träger, aufhalten, tragen über die Schrägseile. Die Kräfte werden also über diese beiden Pylone in den Untergrund abgegeben, gegründet auf vier bis zu 20 Meter langen Bohrpfählen mit zwei sehr stark bewährten Fundamenten. Insbesondere dieses westliche trägt die ganze Konstruktion. Es ist also statisch sehr aufwendig gewesen, konstruktiv, rein bautechnisch war es eine Herausforderung. Und auch sehr spannend, was hier geschaffen worden ist, rein vom Aufbau her, diesen Träger vor Ort komplett zu betonieren, gehalten, gestützt durch ein Gerüst, was wir extra dafür aufgestellt haben. Dann wurden die Pylone gestellt, die Seile angebracht und langsam wurde das Ganze angehoben, die Seile gespannt. Es musste praktisch oben im dreidimensionalen Raum vermessungstechnisch komplett ausgerichtet werden. Das Ganze bei Wind und Wetter war auch nicht besonders leicht und hat alles in der vorgesehenen Bauzeit geklappt. Und hier steckt so viel Engagement und auch bautechnisches Know-how mit drin. Das macht einen schon stolz, dass am Ende so ein gutes Bauwerk herausgekommen ist. Dr. Achim Bartoschek ist extra nach Witten gekommen, um für seinen Blog bahntrassenradeln.de die Eröffnung der Brücke zu dokumentieren. Letztes Mal, da ich auf der kompletten Strecke hier war, ist jetzt 10 Jahre her. Und die Brücke war der letzte große Schritt, der für die Durchgängigkeit gefehlt hat. Und das wollte ich mir doch nicht nehmen lassen, mir das anzugucken, wie es geworden ist. Müssen wir uns mit dieser Brücke verstecken? Absolut nicht. Das ist schon ein architektonisches Schmuckstück aus meiner Sicht. Von der Funktion her, wie das ganze Umfeld hier umgestaltet worden ist, wenn man die alte Brücke und dieses Loch noch im Kopf hat, ist das ein enormer Fortschritt und für die Durchgängigkeit des Rheinischen Esels absolut essentiell. Vor 15 Jahren ist an dieser Stelle die alte Eisenbahnbrücke abgebaut worden.
Die Radfahrer mussten an dieser Stelle den Rheinischen Esel verlassen und über die Pferdebachstraße und am alten Güterbahnhof Witten-Ost vorbeiradeln, um zum zweiten Teil des Radweges zu gelangen. Susanne Rühl vom ADFC Ennepe-Ruhr. Also wir haben ja lange, lange Zeit hier auf diese wundervolle Querung verzichten müssen, mussten über die Adlerstraße fahren. Wir sind, also die ganze Radlgemeinschaft, ich denke, da kann ich für sprechen, ist wahnsinnig glücklich, dass wir jetzt tatsächlich endlich freie Fahrt für freie Bürgerinnen und Bürger bekommen und dass wir diese quasi für uns gebaute Brücke in Besitz nehmen dürfen und ein Tag der Freude, keine Frage. Susanne Rühl wollte sich an diesem Tag nicht kritisch zeigen, weil sie die Pläne der Stadt für bessere Radfahrinfrastruktur schon kennt. Was wir sicher brauchen, ist eine Verbesserung der Infrastruktur. Wir sind im Gespräch mit der Stadt Witten und wissen etwas mehr, als die Radlgemeinschaft weiß. Deswegen ist es sicher nicht falsch, wenn ich schon verrate, dass in Zukunft doch einiges in der Radinfrastruktur sich tun wird, sich verbessern wird und dass wir da auch mehr Sicherheit bekommen. Und das ist natürlich in Witten auch dringend nötig, weil auch in Witten, früher hieß es immerhin, da fährt doch keiner Fahrrad. Ich glaube, heute kann man sagen, dass sich das grundlegend geändert hat, dass auch in Witten viel Radverkehr ist, dass es hier angekommen ist und dass wir dafür eben auch eine bessere Infrastruktur brauchen. Herr Müller, Sie haben vor 3 Jahren bei der Stadt Witten aufgehört, aber das ist noch ein Projekt, an dem Sie beteiligt waren? Ja, wir haben vor 10 Jahren ist die Planung begonnen worden. Und ich habe gerade am Anfang sehr viel bei den konzeptionellen Überlegungen da mitgearbeitet. Was macht denn diese Brücke aus? Ja, das Besondere an dieser Brücke ist, sie ist das erste von den 7 Stadttoren der Stadt. Die Stadt ist ja umgeben von Eisenbahnanlagen, eigentlich rundherum. Von der Ruhrstraße am Haus Witten bis zur Brücke innen an, umgeben von Eisenbahnen. Und die laufen in der Regel auf einem Damm und man fährt durch irgendein Loch fährt man da drunter her. Und das ist jetzt, das hier ist eine der hässlichsten Löcher gewesen, die als Stadteingang da waren. Also ich sagte immer, das ist eigentlich ein Kellereingang gewesen, so, da kannst du die Kohlen reinschaufeln. Aber, und jetzt ist das wirklich ein schöner, freundlicher Stadteingang geworden. Das ist eigentlich so die gestalterische Bedeutung da dran. Gleichzeitig sind Sie Fahrradbotschafter. Welche Wirkung wird die Brücke für die Radfahrer denn haben? Also ich erwarte, dass hier an guten Tagen bis zu 20.000 Radfahrende drüber fahren. Prognose 10.000 hatten wir mal gesagt, als es begonnen wurde, aber als wir mit der Planung begonnen haben. Aber heute wird das definitiv Richtung 20.000 sein. Also in Größenordnung, wie man ihn an manchen Stellen auch für einen RS1 einschätzt. Nach der Brückeneröffnung gab es ein Brückenfest am Rheinischen Esel. Herzlich willkommen bei der Eröffnung der Brückenfeier. Die Stadt gibt heute einen aus. Es gibt heute Äpfel, es gibt Brezen mit Sonnenblumenkernen und unterschiedlichen anderen Dingen. Und herzlich willkommen auch bei der Wabe. Die Kollegen der Wabe heißen Sie herzlich willkommen. Und auch der Fahrradbotschafter informierte an seinem Fahrrad und der ADFC an seinem Stand über das Freizeitangebot für Radfahrende und das, was die beiden Organisationen leisten. Alles gut.